Silbereisen, dann direkt die Frage dazu, tragen Sie denn auch heute Ihre rote Unterhose oder kommt die erst dazu, wenn die TV-Kameras dann an sind? Ja, die rote Unterhose, die hat ja eine lange Historie. Das ging los 2004 bei meiner ersten Samstagabendshow, bei meiner ersten Live-Show. Und damals musste ich eine rote anziehen, weil mein Anzug zu durchsichtig war. Da hätte man eine weiße oder eine schwarze gesehen. Und das ist dann mein Talisman geworden, mein Glücksbringer. Der ist bis heute immer dabei, aber nur bei den Live-Shows. Das heißt, ich werde natürlich dann auch bei DSDS, bei den Live-Shows, meine rote Glücksunterhose anziehen. Jetzt bei den Castings allerdings noch nicht. Das möchte ich jetzt auch meiner lieben Kollegin der Ilse, die neben mir sitzt, nicht zwei Wochen am Stück antun, mit der gleichen Unterhose da aufzuschlagen. Ich hab mir so ein bisschen Unterhosen besorgt, die ich mitgenommen habe. Die haben zumindest einen Rotstich, haben sie. Ja, da ist so ein bisschen Rot dabei, aber die richtig rote Glücksunterhose, die kommt dann erst bei den Live-Shows zum Einsatz. Herr Silbereisen, wie gut sieht denn eigentlich die Unterhose noch aus, wenn Sie sie ja 2004 bei sich haben? Ich mache mir da gerade Sorgen um diese Unterhose. Die wird gehegt und gepflegt. Nach jeder Show wird die ganz sanft gewaschen, dann wird sie gebügelt, dann kommen sie in den Schrank und dann wird sie eben zur Live-Show wieder rausgeholt. Und insofern ist die noch in einem relativ guten Zustand. Vielleicht nicht mehr strahlenrot, aber immer noch gut genug, dass sie mir viel Glück bringt.